Als ich von Uri Diallo das erste Mal gehört habe, habe ich an Sojourner Truth gedacht, die gesagt hat, wenn wir zusammen sind, dann können wir alles, was schief gelaufen ist, wieder auf den Kopf, wieder auf die Beine zu stellen. Wir können wieder alles sozusagen im Sinne der Gerechtigkeit zurückbringen. Das war schon lange her. Als ich von Uri Diallo gehört habe, habe ich an Billie Holiday gedacht, als sie von den Früchten gesprochen hat, als sie von den Früchten gesungen hat, die hängen. Das war Rassismus. Und das war schon damals Mord. Als ich von Uri Diallo gehört habe, habe ich an den Film Roots gedacht. Ich habe gesehen, das ist mein Bruder. Das könnte auch der Vater von jemandem sein. Das könnte der Onkel von jemandem sein. Als ich von Uri Diallo gehört habe, als ich seine Mutter gesehen habe, als ich ihre Träne gesehen habe, als ich sie gesehen habe in diesem Gerichtssaal, wo sie gegenüber den Mördern gestanden hat, als sie nur einen Schrei gehabt hat, warum denn? Warum denn heute? Heute ist es sehr schwierig, hier zu stehen. Wisst ihr was? Eines Tages lag ich auf dem Boden, weil ich angegriffen wurde. Und als ich gesagt habe, ich rufe die Polizei, da hat der Mann gesagt, die Polizei ist schon da. Das war nämlich ein Polizist. Wenn etwas schief gelaufen wäre, wäre ich vielleicht diejenige, die irgendwo im Grab liegt. Als ich von Uri Diallo gehört habe, habe ich an diese Geschichte gedacht. Und ich habe gedacht, nie wieder. Das soll das letzte Mal sein, dass wir vor einem Polizeirevier stehen und dass wir sagen, ihr habt Blut an euren Händen. Das soll das letzte Mal sein, dass eine Mutter herkommen muss, dass sie zwischen uns stehen muss, dass wir sie alle umarmen müssen, dass sie in unserer Mitte einfach nur weint. Mit Würde. Das war so mit Würde. Alles getan. Als ich von Uri Diallo gehört habe, habe ich an Steve Biko gedacht. Als ich von Uri Diallo gehört habe, habe ich von allen Menschen, Kindern, unsere Brüdern und Schwestern gedacht, die im Mittelmeer ertrinken. Wegen der Festung Europa. Ich habe an alle gedacht, die irgendwo in Asylheimen gestorben sind, aus Verzweiflung. Als ich von Uri Diallo gehört habe, habe ich gedacht, wenn wir zusammenstehen, wenn wir die Ende ineinander, so wie wir jetzt machen, nehmen wir die Ende alle zusammen. Und sagen, im Namen von Uri Diallo, für alle diejenigen, die im Mittelmeer gestorben sind, für alle diejenigen, die hier gestorben sind in den Händen von Polizisten, für alle, die wegen Faschismus, Rassismus, alle Art von Extremismus gestorben sind, einfach, weil sie gesagt haben, wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen in Würde leben. Wir wollen einfach Menschen sein. Wir möchten einfach lieben. Für Uri Diallo, für die Mutti, für unseren Bruder, für unsere Mütter, für alle Väter, für alle Kinder, die Kinder von Maya Messa, die auch ohne Eltern aufwachsen müssen.
Seite in Gedenken können wir sagen, mögen alle allmächtige Kräfte uns schützen. Schützen alle diejenigen, die für Würde und Gerechtigkeit sich einsetzen. Und wir sagen, we shall overcome. Unsere Liebe ist größer, stärker und ist von Dauer. Und alle anderen Sachen sind vergänglich. Wir sagen ja. Ja, wir werden siegen. Die Liebe, Solidarität, Schwesterlichkeit, Brüderlichkeit, wir siegen. Was ist die Kelle, Afrika? Mit der Solidarität des Zentralrats der afrikanischen Gemeinde, von Afrika-Rat, von der Pan-African Women's Empowerment and Liberation Organization.